Endlich wieder mal ein Heimspiel auf der Rudi Völler Sportanlage in Hanau-Lamboy. Türkgücü Hanau gegen den VfB Oberndorf. Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü, zu unserem sechsten Spiel in dieser Saison. Bislang gab es 4 Niederlagen und ein Unentschieden. Und heute sollten 3 Punkte her. Türkgücü ganz klassisch in den roten Trikots. Hier sehen wir schon Erwin Şima, dann Daniel Çimen auf der rechten Seite. Francesco Petrovic, dann der erste kleine Aufreger zu Beginn. Beinahe, das war ganz knapp. Und auf der anderen Seite wurde immer wieder Ono Bulut gesucht. Und hier mit seinem Bodyguard Denis Fedetov. Das war nicht der einzige Zweikampf heute. Dann Murat Kalle an den Pfosten. Wir fingen sehr stark an. Yusuf Efil schickt hier Tolunay Özelci auf der linken Seite. Und das brachte dann die erste Ecke, getreten durch Ono Bulut. Und das war ganz knapp. Yusuf Efil. Das kennen wir hier, Francesco Petrovic immer mit langen Bällen und Ono Bulut wurde gesucht und hier nochmal der Zweikampf, Denis Fedetov. Alleine über die beiden hätte ich locker 10 Minuten zeigen können. Dann der Kopfball von Nico Thomas vor der Trinkpause und dann erneut Fedetov gegen Bulut. Immer wieder dieser Zweikampf und da sah er dann auch schon die gelbe Karte. Den Freistoß tritt Halil Korkmaz und Torhüter Jonas Mach kann hier den Gegentreffer verhindern. Und diesen Ball fängt er dann sicher. Dann Kerem Yücel links raus auf Tolunay. Tolunay sucht hier İsmail Amala. Und auf der linken Seite Murat Kalle macht ein ganz, ganz starkes Spiel. Mittlerweile Fatih Özkan in der Partie und Tolunay Özelci trifft den Ball nicht richtig mit dem Kopf. Ansonsten wäre da viel mehr drin gewesen und Daniel Çimen's Schuss geht vorbei. Und hier aufpassen, Murat Kalle klärt in der eigenen Hälfte. Und dann macht er sich schon auf dem Weg. Kerem Yücel zündet hier den Turbo an. Fatih Özkan sieht Murat Kalle. Und was für ein toller Pass. Und was macht er da? Das 1:0 für Türkgücü Hanau. Ein super Lupfer. Ein toller Treffer. Auch die Entstehung wirklich klasse. Kerem Yücel auf Fatih Özkan und er steckt den Ball dann in die Tiefe und Murat Kalle macht das 1:0. Wir wollten natürlich nachlegen. Hier Halil Korkmaz auf Tolunay Özelci. Er marschiert dann und flankt den Ball und da steht Ono Bulut. Schade, dass der nicht reinging. Kerem Yücel nochmal auf Ono Bulut. Und hier sehen wir es am Rand noch. Tolunay Özelci wird gefoult vom Keeper. Die zweite Möglichkeit kann dann Ono Bulut nicht verwerten. Und der Torhüter sieht dann natürlich folgerichtig gelb. Die letzte Chance in der ersten Hälfte durch Nico Thomas. Ja, prominenter Besuch war auch da unser ehemaliger Trainer Blerim Petrovci. Und liebe Grüße auch an SG Bornheim. Die Legende Tuncay Danis war auch da. Zweite Hälfte. Oberndorf wollte jetzt natürlich den Ausgleichstreffer erzielen. Und wir wollten natürlich kontern und die
Räume nutzen. Und hier aber die erste Gelegenheit für Kai Helmchen. Und das waren jetzt auch seine Minuten. Immer wieder Kai Helmchen. Und hier wird er nochmal geschickt. Er spielt nochmal rein. Und Jonas Abersfelder vergibt. Und bei uns Ismail Amala mit der Schusschance. Der Ball geht drüber. Halil Korkmaz machte seine Sache im Mittelfeld wieder sehr gut. Hier kommt er an den Ball. Und auch dieser Schuss geht drüber. Dann Tolunay Özelci versucht hier auf Onobulu zu spielen. Und Keremicel macht das hier richtig stark. Aber was passiert dann? Sein Rückpass zu kurz. Und Kai Helmchen im Zweikampf mit Lars Ott. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Da haben wir Glück gehabt. Dann die Ecke und erneut Kai Helmchen. Früher hätte er die Dinger blind reingemacht. Und auf der anderen Seite Daniel Chimen. Großer Auftritt dann für Henry Samkiran, Juniorentrainer bei Türkgücü Hanau. Er brachte frisches Wasser. Und die Jungs wollten jetzt endgültig die Entscheidung. Das 2:0 lag in der Luft. Keremücel auf Tolunay Özelci und er schickt hier Fatih Özkan. Und da rutscht ihm der Ball über den Schlappen. Ansonsten wäre da viel mehr drin gewesen. Dann Murat Kale. Hier kommt er nochmal an den Ball. Und vergibt. Dann auf der anderen Seite Oberndorf nochmal. Lukas Röder kommt hier an den Ball. Und das machen sie wirklich geschickt jetzt. Und nochmal Lukas Röder. Und er vergibt. Ja, und er zeigt auf den Rasen. Da sind die Hügel, die wir immer extra einbauen. Und mittlerweile Ramazan Türkilmaz im Spiel und auch Arif Badur kam da rein. Dann aber eine Ecke durch Nico Thomas. Der Ball kommt rein. Was passiert da? Lukas Röder mit dem 1:1. Da protestierten wir. Aber in der Zeitlupe sehen wir, da war eigentlich nichts. Und ja, regulärer Treffer. Ein Spieler von Türkgücü noch auf der Linie, also kein Abseits. 1:1. Und jetzt war es ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wollten natürlich die drei Punkte. Daniel Chimen im Doppelpass mit Fatih Özkan. Dann wird er zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und dann nochmal Keremücel auf Arif Badur. Da wird er gefoult. Dann der Freistoß und Ramazan Türkilmaz. Aber da haben wir den Pfiff gehört. Abseits. Gibt es noch die eine Chance für Türkgücü? Arif Badur verzieht. Dann passierte nicht mehr viel. Der Schiedsrichter pfiff ab. 1:1.